dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Okay. Die Nummer 13, Folge 13 ist am Start. Der Operation Hashtag Objektivität. Mit der Nummer 93. Die Verwirklichung der Arbeit ist ihre Vergegenständlichung. Nun, damit wird ein neuer Bereich aufgemacht, und zwar die Ökonomie, die Arbeit zu verstehen als Vergegenständlichung, die Vergegenständlichung als Herstellung und dann im weitesten Sinne Arbeit. Da kann ich jetzt nur die Richtung aufzeigen. Jedenfalls wird die, wenn die Bewertungsmaßstäbe, weil wir uns da ja dann auf einem ethischen Feld aufhalten, werden die Bewertungsmaßstäbe dann auch ganz andere in Bezug auf Arbeit und Vergegenständlichung und auch Wertzumessung dann. Diese Fragen werden dann behandelt, inwieweit eben irgendetwas als verwertbar oder messbar im Sinne von Arbeit oder Lohn oder Ausgleichsentschädigung oder wie immer das dann heißen wird, wird dann unter einem ganz anderen Gesichtspunkt betrachtet. Aber das ist jetzt schon alles, was ich dazu sagen kann. Es ist ziemlich, diese Aussage trifft eher die Oberfläche, aber der Hinweis soll genügen, das Ganze zu vertiefen. Das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte, wenn die Objektivität dann definitiv begraben ist, auch auf ökonomischem Gebiet, und da die Interessen entsprechend gewürdigt werden und dann damit auch die Machtverhältnisse, die in vielen Fällen ungerechtfertigt sind, wird eine die Ableitung des Resultats dieser Untersuchungen hier wird eben dazu führen, dass eine Kollegin Nietzsche würde sagen, eine Umwertung aller Werte dann stattfindet. Aber für diesen Zweck hier muss das jetzt genügen, sonst ist ein Abschweifer, verfransen, zerflettern des Themas, die Folge, und das wollen wir nicht. Es geht weiter mit der Nummer 114. Die Aufhebung der Gegenständlichkeit überhaupt ist die religiöse Vereinigung des Menschen mit Gott. Jetzt sind wir da wahrscheinlich in den Grenzbereichen des Themas, schätze ich mal. Dann will ich das näher erläutern. Also grundsätzlich gilt, dass mit der Aufhebung des Gegenstandes, das heißt des Gegenstandes an sich, ist ja nichts, alles verschwunden. Also der Punkt ist ja nur der, ist ja nur die Erkennbarkeit. Es ist ja deswegen immer noch alles da, aber eben ein X
um die mathematische Sprache zu bemühen. Und diese Irrationalität, die das Ganze an sich darstellt, an sich ist das alles unerklärbar. Genauso unerklärbar, wie überhaupt irgendeine Entstehung des Weltalls unerklärbar ist. Oder auch ein Ende. Das ist alles jenseits aller Logik. Der Anfang und das Ende sind kein Gegenstand der Logik. Und eine Art und Weise, sich zu dieser ganzen Sache zu positionieren, dann ist eben so etwas wie eine religiöse Einstellung. Das muss jetzt nichts mit irgendeinem Gott zu tun haben, das kann allein die Überzeugung sein, dass eben der menschliche Verstand nicht das Maß aller Dinge ist, sondern dass da noch irgendwas anderes sein muss. Und man kann da auch seinen Verstand eben bis zur Grenze, die klar aufweisbar ist, diese Grenze, mit den Möglichkeiten, die einem als Mensch gegeben sind, auch wieder an sich, da wage ich mich jetzt etwas aus dem Fenster. Mehr oder weniger Sinnesapparat spielt da keine Rolle, hat auf alle Fälle Grenzen, da kann jemand noch so scharfsichtig sein und noch einen so ausgebildeten Gehörsinn oder Geschmackssinn haben. Hat alles seine Grenzen und darüber hinaus ist eben, gibt es eben immer noch was. Und dieses Was ist eben unerkennbar und da ist eben noch Luft für sowas wie eine Religion. Ich lege mich jetzt da nicht genauer fest, vielleicht nur so viel, dass jetzt. Es hat in diesen monotheistischen Religionen, sage ich jetzt mal, die Weltreligionen, da hat es immer auch sowas wie eine Mystik gegeben, sprich, da ist man zur Einsicht gelangt, dass eben die Worte ihre Grenzen haben, was hier eine einfache Erkenntnis, theoretische Einsicht ist und eine solche mystische Einstellung, sage ich jetzt mal, oder die der Mystiker trifft eben noch am ehesten das, was möglichst wertfrei im Sinne jetzt nicht auf einen Mohammed oder Buddha oder Jesus oder wie auch immer festgelegt zu sein, nur mal grundsätzlich ist jetzt in dieser mit dem Ende der Objektivität ist eben auch wieder mit eine vernünftige Religion möglich, nicht den gemeint ist hier kein Aberglaube oder Pascal hat es mal treffend bezeichnet, dass eben viele Leute ihren Glauben oder ihren Gott als wie eine Kerze betrachten, die ihnen Licht spenden soll und dieser Gebetskult, dieser Bittkult, das ist alles
verträgt sich alles nicht mit einem ausgebildeten Verstandesvermögen. Aber es ist eben auch eine, sage ich jetzt mal ganz platt, es ist eine Religion möglich, ohne seinen Verstand an der Garderobe abgeben zu müssen. Aber das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein für diesen Punkt. Dann geht es weiter mit 132. Sein ist Bewusstsein. Objekt ist Wahrnehmung. Das erinnert an Berkeley. Esse ist Percipi. Sein ist Wahrnehmung. Sein ist Bewusstsein. Als an sich Erkenntnisse ist das sicher abzulehnen, aber im Lichte unserer bisherigen Besprechungen ist kein Sein, kein erkennbares Sein mit dieser Einschränkung eben ohne Bewusstsein möglich. Was war das? Kein erkennbares Sein ohne Bewusstsein möglich. Das müsste ja fast im Umkehrschluss heißen, dass mit Bewusstsein ein erkennbares Sein möglich ist, aber das stimmt natürlich nicht. Die Frage der Erkenntnis, der objektiven Erkenntnis ist ja eben dahingehend geklärt, dass es keine Erkenntnis ohne Bewusstsein geben kann und Bewusstsein eben verknüpft ist mit Subjektivität und damit erübrigt sich auch ein objektives Sein. Und das Objekt, das eine Wahrnehmung, sprich, man sieht immer nur das, wozu, was durch die eigene Wahrnehmungsbrille, sage ich mal, sichtbar ist. Die nächste Nummer, 211, Wahrheit oder Schein sind nicht im Gegenstand, sondern nur im Urteil. Da gäbe es jetzt wieder was für die Liste, was alles, was der Gegenstand alles für Eigenschaften nicht hat, beziehungsweise was ihm nicht inhärent ist. Und das wäre eben Wahrheit oder Schein, ist nicht abhängig vom Gegenstand, sondern im Urteil. Das klassische Beispiel ist da der gebrochene Stab im Wasser. Der Stab ist natürlich nicht gebrochen, sondern es ist nur das Urteil, sieht den Stab gebrochen. Aber die Subjektivität geht eben auch noch weiter, und zwar, dass eben kein Gegenstand irgendwelche Eigenschaften hat, keine ihm spezifischen Eigenschaften hat und damit auch keine Eigenschaften hat, die ihm nicht beigemessen werden. Und zwar aus bestimmten Gründen, die nicht logischer Art sind, sondern eben solche des Zwecks oder des Interesses, des Bedarfs, des Bedürfnisses, des Begehrens und so weiter. Dann kommt ein gewisser Mach-Ernst.
zu Wort zu unterscheiden von Max Ernst, dem Maler, ist hier Mach Ernst, der Positivist, der Gründervater, möchte man sprechen, der sogenannten Wiener, des Wiener Kreises, einer naturwissenschaftlichen Richtung, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts sowas wie ein großes Reinemachen in den wissenschaftlichen Methoden veranstaltet hat. War ich sogar schon mal auf dem Grab des guten Herrn ich pflegte dereinst eine Residenz in einem Vorort von München und Trudering mit Namen und die angrenzende Gemeinde Vaterstetten war die, in der auch Ernst Mach seinen Lebensabend verbrachte, aber das nur am Rande. Das Zitat lautet: Alle Körper sind nur Gedankensymbole für Empfindungskomplexe. Und was lesen wir daraus? Eben den Gedanken des Zwecks, des Nutzens, eines Symbols, eines Repräsentanten. Mit der Aufforderung, eben beides nicht miteinander zu verwechseln, ein Gedankensymbol oder ein Wort ist nicht identisch mit dem Empfindungskomplex und auch der Körper ist nicht identisch mit dem Gedankensymbol. Und der Körper ist auch nicht identisch mit dem Empfindungskomplex, wie auch immer. Es besteht hier weiter eine auf logischem Gebiet Inkommensurabilität, die eben nur durch einen Akt des Wollens in Verbindung gebracht werden kann und damit wird die ganze Chose in den Zustandsbereich der Ethik verschoben oder eben zuerst einmal Nützlichkeit eben in Technik spielt hier dann eine Rolle, was die Naturwissenschaften angeht. Aber damit unauflöslich, in einer unauflöslichen Relation miteinander verbunden ist, sind eben Ethik und Wissenschaft. Ist gar nicht mehr anders denkbar unter diesen Voraussetzungen eben, dass keine wertfreien Aussagen möglich sind. Die Nummer 158 ist mit ziemlich wortgleich der Nummer 351 aus der letzten Folge und deshalb
spare ich mir hier jeden weiteren Kommentar, so auch die Nummer 165, soll eben verdeutlichen, dass aus verschiedenen Quellen sinnhaft dieselben Aussagen kommen. Also es sprechen mehrere Zeugen dafür, unabhängig voneinander. Das ist eben die Frage, ob nicht der eine vom anderen abgeschrieben hat. Aber das wollen wir nun mal dahingestellt lassen. Entscheidend ist auf alle Fälle, dass niemand zu einer sinnvollen Aussage über das Wesen oder die Natur des Denkens und dergleichen Unfug kommen kann, ohne sich mit dem Wesen des Gegenstandes und so weiter auseinanderzusetzen, was die meisten nicht tun. Dann auch zur Folge hat, dass derartige Beiträge in Bezug auf Erkenntnistheorie oder die Fragen des Wissens, der Tatsachen, Allgemeinheit und so weiter einfach hinfällig sind, kann man ignorieren, ist Zeitverschwendung. Die Nummer 322 bekräftigt das von mir eben Gesagte, und ich schwöre, ich habe nicht gespickt. Das Problem des Gegenstandes bzw. der Gegenständlichkeit wird gewöhnlich ignoriert. Und ich kann nun immer wieder, man kann da nicht oft genug darauf hinweisen, wie unauflöslich relativ das alles ist. Es folgt die Nummer 327 und ein kurzer Zwischenstopp am Chronometer. Gut die Hälfte. Nummer 327. Wissenschaftlich werden nur solche Gegenstandsbestimmungen anerkannt, die sich auf beobachtbare, kontrollierbare Tatsachen, auf greifbare Dinge beziehen. Also hier hätten wir ein typischer Circulus Viciosus. Es wird nur ein Gegenstand erkannt, der man kann Gegenstände, man bräuchte zum Gegenstand erkennen schon Gegenstände. Und das ist natürlich, da wird vorausgesetzt, was eben erst zu beweisen ist. Und das ist aus der Reihe der logischen Fehler, denke ich mal, eine sogenannte Petitio Principi. Alles klar. Also, es gibt keine Tatsachen ohne Gegenstände. Und Gegenstände werden nicht beobachtet, sondern die werden geschaffen. Die nächste Nummer 48. Keinem sinnlich wahrnehmbaren Ding liegt objektive Wirklichkeit zugrunde. Das wäre wieder eine Bekräftigung der Subjektivität. Plakativ auf einen Nenner gebracht. Subjekt ist nicht Objekt. Und wie schon einmal in einer der früheren Folgen bemerkt,
könnte man die ganze Untersuchung allein hier schon abbrechen, dass eben keinem sinnlich wahrnehmbaren Ding eine objektive Wirklichkeit zugrunde liegt und es keine anderen als sinnlich Wahrnehmbares gibt. Aber diese Vorurteile sind einfach so tief eingewurzelt, und wenn sie jetzt mit YouTube und Internet und den ganzen Geschichten jetzt wieder mit gewissen Algorithmen dann Ansichten befeuert werden, wie dass die Erde eine Scheibe ist, dann kann man sich da nur wundern, und das bestätigt eben, wie tief verwurzelt der bloße Augenschein ist und die Unfähigkeit, aus bestimmten Überlegungen Konsequenzen zu ziehen. Das sind die Kerner in den Jahrzehnten, Jahrhunderten der Finsternis nie genug . Die nächste Nummer in der Folge 13 lautet 412, als da steht: Real nennen wir die Beziehung auf das Dinghafte. Ich weiß jetzt nicht, wer das Wir ist. Gibt jedenfalls genügend Menschen, die allein das Dinghafte real nennen. Und die Beziehung mit der Beziehung ist dann schon wieder eine Relativierung bzw. Subjektivität angesprochen, wo es dann schon wieder schwierig ist, sich auf eine gemeinsame Realität da zu einigen. Also Leute, die hier im Fahrwasser dieser Ansicht stehen, dürften bei geflissentlicher Beachtung dieser Operation Objektivität zu gewissen anderen Einsichten gelangen. So sie irgendwelcher Einsichten überhaupt fähig sind. Die Nummer 214, passend zur Nummer 412, nur ein kleiner Zahlendreher. Hier sind wir übrigens wieder in der Abteilung dinghaft und gegenstandsmäßig, was jetzt die letzten paar Nummern vorsortierermäßig nicht der Fall war. Aber egal, die Nummer 214, wir haben niemals Dinge an sich zu unserem tatsächlichen Gegenstand. Das ist aus dieser Sicht betrachtet eben die Bestätigung von Kant. Die Dinge an sich sind unmöglich ein Gegenstand des menschlichen Verstandes, Vermögens. Und ja, warum das so ist, sollte eben anhand der vielen Relativierungen, die wir bisher feststellen mussten, keine Frage mehr sein. Die nächste Nummer 207, Objekt, wieder vom
Chef persönlich vom kopernikanischen Wender, der die Frage nach der Berechtigung der objektiven Erkenntnis gestellt hat. Man möchte meinen, das ist eine Selbstverständlichkeit und stellt jetzt nicht eine kopernikanische Wende dar. Aber wie dem auch sei, in der Kritik der reinen Vernunft steht, Objekt aber ist das, in dessen Begriff das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist. Nun, was jetzt hier Anschauung ist, wäre die Frage, was man darunter zu verstehen hat. Und die zweite Frage wäre die, wie diese Vereinigung zustande kommt. Und da wäre eben meine Lehre die, dass diese Vereinigung eines Willens, eines Wollens bedarf, eines subjektiven Wollens. Womit auch eben jeder Objektivität das Wasser abgegraben wäre. Inwieweit eine Anschauung gegeben sein kann, das ist jetzt auch die Frage der Gegebenheit, ist jetzt auch wieder eine Sache, und hier bewegen wir uns dann schon wieder in dem, wo sich leider Gottes, sage ich mal, als Sprachgewohnheit im Nachgang zu dieser kopernikanischen Tat dann verschiedene Lager gebildet haben, um dann ein ganzes Jahrhundert an der Aufarbeitung der inhärenten Widersprüche mit der Aufarbeitung beschäftigt zu sein, wobei diese Aufarbeitung immer noch andauert. Sollte eigentlich schon längst abgeschlossen sein, beziehungsweise Kant eben die entsprechende Würdigung erhalten, mit einer ziemlichen Klarheit über das, was eben von Bedeutung ist, und dem anderen das eben eher als unausgegoren oder nur oberflächlich besprochen gelten muss. Dann die nächste Nummer, 333. Das Geltungsprinzip des Objektgedankens ist die gemeinsam logische Wurzel von Wirklichkeiten wie von Begriffen, spricht der schon mehrfach zitierte Richard Hönigswald in dem schon mehrfach zitierten Standardwerk zum Neukantianismus, Sammelband, Werner Flach, Helmut Holzey, glaube ich, die Herausgeber. Aber zurück zur Behauptung, das Geltungsprinzip des Objektgedankens, hier haben wir wieder Action, und Geltung ist auch ein wichtiger Begriff. Die Frage der Geltung ist so ziemlich ungeklärt, woher, weshalb, warum, wo doch überall alles Mögliche gilt und keiner weiß warum. Äh,
Soll hier heißen, gemeinsame Wurzel von Wirklichkeiten wie von Begriffen ist eben dann auch die Frage, weshalb gelten Begriffe, indem einfach irgendein Wortbegriff für irgendjemanden eine bestimmte Bedeutung hat. Und ich erhalte das Zeichen, Schluss zu machen. Aber diese Nummer machen wir noch. In Bezug auf Begriffe und dann die logische Wurzel von Wirklichkeiten, und die ist vollkommen ungeklärt. Also die ist, kann, ist einfach, bleibt eine, das Objekt, die Geltung eines Objekts kann in logischer Hinsicht nur behauptet werden, dogmatisch, autoritär behauptet, mit der Hoffnung eben auf unbedarfte Gemüter zu treffen, die der Widersprüchlichkeit dieser Behauptung nicht nachzuspüren vermögen. Und damit entlasse ich meine treuesten Hörer, Seher in den verdienten Feierabend und spreche mein obligatorisches oder das Wumps wieder ein Wumps auf den Popschutz. Peace and out.